Die Idee der Quantifizierung mit WDS ist, dass in einem Detektor Röntgenstrahlung ankommt und dort gezählt wird als Counts per Second. Und dann misst man ein bestimmtes Element, das man gerne quantitativ bestimmen will, zunächst in einem Standard. Das heißt, man hat hier ein Standardmaterial, aus dem kommen die Röntgenstrahlung raus und hier ist dann der Analysatorkristall und man misst die Count per Second vom Standard hier im Detektor. Nun weiß man natürlich die Konzentration des Elements im Standard. Nehmen wir mal an, wir haben Magnesium. Magnesium wird oft auf einem MgO, so einem reinen Magnesiumoxid-Standard gemessen. Das heißt, hier sind 100% Gewichtsprozent Magnesium drin. Und dann nehmen wir die Counts, die wir hier bekommen, sagen wir mal 60.000 Counts, und tragen das Ganze jetzt in einem Diagramm auf. Und das ist das zentrale Diagramm für die Standardisierung. Da haben wir hier auf der X-Achse die Gewichtsprozent aufgetragen, von 0 bis 100. Und entlang der Y-Achse werden die Counts per Second aufgetragen, vielleicht als Kilocounts per Second. Und dann hatten wir so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1000 dann jeweils. Und dann nehmen wir den Counts per Second Wert, das ist der hier, und tragen den auf der Y-Achse auf. Das heißt, der Punkt liegt hier, beziehungsweise hier. Und dann nehmen wir die 100 Gewichtsprozent von Magnesium und die liegen genau hier. Und dann tragen wir es auf und dann liegt der Punkt im Diagramm exakt hier. Und alles, was wir dann machen, ist, eine einzelne Gerade zu zeichnen. Und das ist die hier. Und das ist die Gerade der Standardisierung, die Kalibrationsgerade, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann gehen wir hin und machen das gleiche Spiel jetzt mit der Probe. Das heißt, wir haben hier eine Probe, messen die Probe, da kommen hier die Röntgenstrahlung raus, werden reflektiert am Analysatorkristall, kommen im Detektor an und wir messen hier wieder die Counts per Second. Und jetzt haben wir 20.000 Counts per Second hier in der Probe. Und dann machen wir das gleiche wieder, wir tragen diese 20.000 hier auf, dann liegt der Punkt hier. Jetzt wollen wir wissen, wie viel Gewichtsprozent drin sind, dann gehen wir hier einfach rüber und hier runter und dann kriegen wir an der Stelle 33,3 Gewichtsprozent Mg bzw. MgO. Und das ist zunächst die einfache Idee hinter der Standardisierung. Wir haben einen Standard, messen den, tragen das in einem solchen Diagramm auf und dann können wir die Probe nehmen und können mit der Probe in dieses Diagramm rein, um aus dem Diagramm die Gewichtsprozent hier ablesen. Wie gesagt, das ist die Idee. In der Wahrheit ist das hier keine Gerade, sondern mehr irgendwie so eine Kurve, je nachdem, weil es gewisse Effekte in der Probe gibt, in der Matrix nennen wir das dann. Und dafür müssen wir erst noch eine Matrix-Korrektur machen. Das Ganze lässt sich dann auch noch formalisieren. Diese Gerade hier hat eine Steigung und diese Steigung ist natürlich y durch x, wobei y die Counts per Second sind und x die Konzentration. Und damit können wir eine einfache Geradengleichung aufstellen, denn die Steigung m dieser Geraden hier kann ausgedrückt werden, zum Beispiel in den Counts per Second, also der y-Achse eines Elements i im Standard, geteilt durch die Konzentration eines Elements i im Standard. Oder die Steigung kann ausgedrückt werden als die Counts per Second eines Elements i in der Probe durch die Konzentration eines Elements i in der Probe. Das ist jeweils die Steigung. Dann können wir es ein bisschen umstellen, das hier darunter bringen, das darunter bringen. Und dann haben wir die Konzentration des Elements i in der Probe geteilt durch die Konzentration eines Elements i im Standard ist gleich der Counts per Second eines Elements i in der Probe geteilt durch die Counts per Second eines Elements i im Standard.
Und das Ganze gilt natürlich nur dann, sollte das hier eine Gerade sein, also im Idealfall, was nicht der Fall ist. Und deshalb ist das Ganze hier keine Gleichung, sondern es ist eine Proportionalität. Also die Konzentration eines Elements in Probe durch Standard ist proportional zu den Counts per Second eines Elements I in Probe durch Standard. Und um daraus eine Gleichung zu machen, brauchen wir einen Proportionalitätsfaktor. Bevor wir aber den einführen, machen wir diesen Term hier ein klein wenig einfacher. Und da schreibt man dann nicht Counts per Second, sondern man schreibt die Intensität I in der Probe durch die Intensität I. Also I ist immer das Element in einem Standard. Und das hier nennt man auch Decay Ratio oder eben nur K. Das heißt, also das hier ist das. Das heißt, die Konzentration eines Elements in der Probe durch die Konzentration eines Elements im Standard ist gleich K, also dem Verhältnis der Counts bzw. der Intensität. Und damit es jetzt ein Gleichheitszeichen ist, brauchen wir eine Proportionalitätskonstante. Und die nenne ich hier schon mal so, wie sie nachher auch heißt. Das ist ZAF. Und das hier, dieses ZAF, ist eine Matrix. Korrektur und mit der kommen wir dann auf diese beispielsweise gebogenen Linien oder die Abweichung eben von der geraden Linie. Und die K-Ratio ist natürlich auch, gilt auch pro Element, das heißt, hier muss auch ein I rein. Das ist also, wie die Standardisierung funktioniert. Man hat zunächst mal dieses Diagramm hier mit einer idealen Linearität. Davon gibt es auch eine gewisse Abweichung. Das Ganze lässt sich dann formalisieren und dann kommen wir hier zu der zentralen Gleichung der Quantifizierung raus, dass wir die Konzentration in einer Probe berechnen können, wenn wir die K-Ratio haben. Das ist das, was wir messen. Diese ZAF-Korrektur und die Konzentration Standard, die kennen wir. Also das kommt nachher noch hier vorne hin und dann können wir die Konzentration in der Probe ausrechnen.